It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Es muss irgendwann Anfang des neuen Jahrtausends gewesen sein, als mir von einem gemeinsamen Freund vorgestellt wurde. Ich bekam sofort nasse Hände und einen beschleunigten Herzschlag. Ganz ehrlich, für mich war sie die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Und dann noch ihr Name, Delilah. Sie hatte ganz sicher etwas Besseres verdient als diese Schmachtnummer von Tom Jones. Delilah! Gut, dass ich mit meiner Band Plain White Tees gerade an einem neuen Album schraubte. Schlecht, dass ich Delilah vormachte, bereits einen hammergeilen Song über sie geschrieben zu haben. Denn diesen Song gab es in Wahrheit gar nicht. Aber Delilah interessierte sich ohnehin nicht besonders für mich. Sie war mit ihrem Studium an der Columbia University, mit ihrem Sport mehr als beschäftigt. Der Sport war eindeutig ihre Nummer eins. Trotzdem setzte mich die kleine Lüge unter Druck und ich begann zu komponieren. Mit Delilah blieb ich per E-Mail in Kontakt. Sie haben Post. Ein Paar wurde aber nicht aus uns. Auch nicht, als der fertige Song 2007 nach langer Anlaufzeit tatsächlich durch die Decke schoss. Während Delilah für Olympia trainierte, lief der Song im Radio hoch und runter. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? Als die Nummer 2008 für 2 Grammys nominiert wurde, lud ich Delilah zu der Veranstaltung ein. Es war das erste Mal, dass wir uns nach all den Jahren wieder sahen. Sie war immer noch vollkommen auf ihren verdammten Sport fixiert. Welcher Sport? Genau das ist die Frage. That's it. Pop Secret. Tag für Tag.